und herzlich willkommen. Congratulations on your new headquarters. This is where the top employees of your organization will be seated. But first, we have to start hiring. We need a purchasing agent to help us secure some import contracts. Ah, okay. Was wir da hinkriegen. So, wir gehen jetzt mal schlafen. Machen wir so. Gucken wir mal, dass wir rüberkommen in die neue Filiale. Über den neuen Hauptschein in die neue Filiale. Und dann können wir uns auch langsam mal den Anzug anziehen. Da ist unsere neue Hauptstelle. Haben wir schon fast nicht mehr live gesehen. Okay, das ist unsere neue Hauptstelle. Ich glaube, da können wir schon was mit anfangen. So. Mal gucken, ob die hier hinliefern. Die auf, okay. So was gleich nochmal. Wie stellen wir denn ein Personaler ein? Können wir die auch anrufen? Münster AG. Eine Reinigungskraft. Stell einen Einkäufer ein, okay. Mr. Scott's Office Supplies, okay. Mal hier mal raus. Das ist es noch nicht. City Work. Mal gucken, wo der uns hintreibt hier. 700 Meter ist schon ein Stück. Hin. Mal einschalten, ob das alles sehen dann. Ja. Wenn er hier ein Taxi nehmen, oder? Jetzt wollen wir hier hinten hin. Mal gucken. Mal 4. In 2 Tagen. Eigentlich nur ein Tag 4. Okay. Brechen. Hier können wir einen Stuhl. Gehen.
Computer, einen Schreibtisch und einen Stuhl bei Mr. Scott's Office Supply. Da sind wir gerade. Also wir sind bei City Workspace. Denn hin? Die Steuerbehörde? Das bei Ausbauten nicht, Einrichtung, Möbelhaus, das ist ein Möbelhaus. Nicht. Taxifahrer, der ist aber auch entspannt, ne? Wir uns erstmal hier zurück. Damit wir dann out werden. Und auch nicht aktuell nichts. City, nur das City Workspace, Workflows. Aber vielleicht danach. Eingestellt haben, dass es dann angezeigt wird. Wenn wir hier reinkommen. So. Beide sind besetzt. Es fehlt ein Ränke, aber die müssten wir noch haben, oder? Was der Einkäufer dann hat. So, hier kann man Schilddesign anpassen. Bildtyp. So. Schildfarbe, Lampenfarbe. Morgen jemanden haben. 3400 finde ich mal cool. Zwei Unternehmen. Ich hätte es jetzt bei Dings geholt, ne? IK. Reinmachen können. Getränkedosen sind noch da. Weißwerte, Geschenke, teure Geschenke, teure Geschenke. Weißwerte sind auch noch Papiertüten.
sollten reichen. Da müssten ja 1000 Formen sein. Ist alles gut, ne? Können ja nochmal hier reingucken. Was? 3400, ja, machen wir noch Verlust. Hoffe ich einfach, dass wir auch Getränke holen. Burger letzten 7 Tage. Das Mittagsgeschäft mit. Na, mach mal auf. Schon gar nicht mehr. Jetzt noch 184 Kunden, das war schon mehr, ne? Preisgestaltung. Vielleicht Dienst liegt da natürlich an den Leuten, die da sind. Aber die werden jetzt auch zufriedener, ne? Das ist natürlich dann auch wichtig. Jetzt haben wir hier noch eine Reinigungskraft im Eid. Mal gucken. Bin noch nicht ganz zufrieden. Jetzt schon. Ja. Ich würde eher so arbeiten, oder nicht? Ja. Bethany. Auch mal gucken, das war, was haben wir hier noch übrig? 13.000. Wir haben ein bisschen mehr Tegen, ne? Jetzt macht schon richtig. Den Tagen durch. Oh, da geht's ein bisschen, ne, wenn wir jetzt hier stehen. Den Tisch brauchen wir hier, glaube ich, nicht reinsetzen, oder? Aber heute gucken, wie das dann funktioniert. Mal Burger, okay, das passt. Heute Freitag, jo. Genau. Getränke, preiswerte Geschenke.
Okay, also. Geschenke. Passt auf. Ich soll, kann ich länger schlafen. Jetzt bekommt meine E-Mail hier eine Nachricht hiervon. Dass noch einer kommt. Ich glaube, 4 habe ich angestellt, ne? Mal schicken. Warten wir noch 2 Stunden. Okay, jetzt müsste es da sein. Mal gucken. Haben wir nochmal 3 Stück bekommen. 48. 25, 29 für 11, 40 für 14. Nehmen wir den, ne? Beliebiges Sofa. Was ist denn beliebiges Sofa? Rumpfmosch auf Stuhl. Über Homeoffice. Das ist eine Clara. Kandidatin einstellen. Klar. Okay. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier draußen. Okay, jetzt können wir zurückgehen, ne? Schreibtisch, wir haben gar keinen. Schreibtisch, ein Stuhl bei Mr. Scott's Office Supplies. Was ist? Doch. Das ist günstiger als zu dem allerdings, ne? Okay. Erstmal lassen wir gerne mal denken. Okay. Vielleicht liefern die dann auch. Heute ist Freitag. Samstag 10 Uhr. Auch ne. Mutter. Die Maschine. Nehmen wir 2.
Scheiße. Maschine. Mal hier so zwei Schreibtische, nehmen wir drei Computer, ne? Haben wir sechs für den. Was soll uns das? 24.000 haben wir nicht. Schreibtisch nehmen wir erstmal nur. Computer brauchen wir außen rein. Ein Besprechungstisch ohne Stühle macht ja keinen Sinn. Okay. Was soll er liefern? Aber Gebühr hätte ich auch gleich mitnehmen. Okay. Dann nehme ich es mit. Zahlen. Was ist das? Nicht günstig, aber auch mal ja. Ich glaube, die letzten Stunden nicht. Ich würde gern. Erstmal Schreibtisch, ne? Hier. Würde ich auch schon mal hier hin. Dann haben wir hier einen Computer. Sind wir auch schon mal hier bei guten mal hier irgendwo stehen. So. Sollen wir den Verkäufer zu Platz zuweisen? Welche rum installiert? So hier. Das Rot. Ah, Progress, your first operational employee working from your brand new headquarters. Starting to sound pretty fancy, huh? Now, we need to get your purchasing agent working. But first, we need a place to store all your imported products.
sagt ihr das? Lassen das richtig. Die denn hier auch samstags unter den Samstag sonntags zu, okay. Mal gucken. Schreibtisch. Ist das Ding weg, ne? Müsste es vielleicht klappen. Okay. Stuhl darf nicht direkt vor dem Dings liegen. Ein kleines Lager. Mal gucken, wo wir jetzt Lager herkriegen. Lagerhaus. Nicht weit. Gibt es was kurz andere hier? Was auch noch? Da gibt es schon Gabelstapel und so. Mal das nehmen. Gebäude mieten. Ich kaufe mindestens ein Palettenregal. Wäre ein Palettenregal. Schade, ist das für das gar, ob wir das morgen einkaufen können. Muss man mal gucken. Jetzt erstmal geht's nach Hause schlafen. Ne? Ihr seht gerade, das war schon wieder die Folge für heute. Das geht super schnell rum hier. Ja, ersten Mitarbeiter haben wir in unserem Headquarter und habe ich gespannt, was da noch so rauskommt, was wir noch so tun können dürfen. Bis dahin, tschüss.